Hallo meine Lieben, alle Jahre wieder beschenke ich euch zum Muttertag mit einem neuen Tortenvideo. Dieses Mal ist es die Kronentorte, denn Mamas sind unsere Königinnen und da kann man ihnen schon mal so eine tolle Torte backen. Für den Boden brauchen wir Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillepulver, Öl, warmes Wasser, Eigelbe und Eiweiß. Mascarpone, Frischkäse, Joghurt, Puderzucker und Vanillepulver, Sahne und 2 Päckchen Sahnesteif. Zum Belegen Obststückchen. Ich habe hier Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren. Ihr könnt natürlich auch andere Sorten nehmen. Für die Deko brauchen wir gehackte Haselnüsse. Hier habe ich Mandelblättchen, die habe ich mit dem Finger noch ein bisschen zerkleinert. Dann habe ich hier noch gehackte Pistazien und Marillenmarmelade. Und noch ein bisschen, also eigentlich ziemlich viel, Sahne. Beginnt damit, dass ihr die Springform mit Backpapier auslegt. Ich mache das immer auf diese Weise. Zuerst wird der Boden belegt, ausgeschnitten und dann kommen die Ränder dran. Ich mache das immer auf diese Weise, weil man später den Biskuitboden schön aus der Form bekommt und er nirgendwo kleben bleibt. Das zweite Blatt wird einfach mehrmals gefaltet und mit einem scharfen Messer durchgeschnitten. So bekommt ihr am Ende 4 Streifen. 2 davon könnt ihr euch als Reserve auf die Seite legen und die anderen 2 werden in die Form gelegt. Ich befette die Form gerne, damit die Streifen auch richtig haften. Für den Boden schlagt ihr zunächst das Eiweiß mit einer Prise Salz zu steifem Schnee. Stellt den Eischnee zur Seite und mixt die Eigelbe mit dem Zucker und Vanillepulver schön cremig. Erst wenn die Masse hellgelb und schaumig ist, könnt ihr damit anfangen, Wasser und Öl portionsweise hinzuzufügen. Vermischt das Mehl mit dem Backpulver und siebt dieses über die Eimasse. Ich erledige diesen Schritt am liebsten mit dem Schneebesen und per Hand, denn so bleibt am meisten Luft im Teig erhalten. Zum Schluss kommt noch der Eischnee dazu und das mache ich in 3 Touren. Die erste Tour gebe ich ein bisschen zügiger hinein, damit ich den Teig auflockere und die anderen 2 etwas langsamer und vorsichtiger, damit der Teig schön luftig wird. Füllt ihn in die vorbereitete Springform um und schon geht's ab in den Ofen. Nach dem Backen hat der Boden einen leichten Hubbel, aber nach dem Abkühlen ist dieser verschwunden. Wenn ihr die Form aus dem Ofen genommen habt, lasst den Boden kurz darin auskühlen, ungefähr 10 Minuten lang, und dann könnt ihr ihn schon aus der Springform nehmen. Entfernt das Backpapier und lasst ihn vollständig auskühlen. Er ist wunderbar luftig und weich, kann 2 bis 3 Mal durchgeschnitten werden und ist ca. 5 cm hoch. Der Boden wird jetzt 3 Mal durchgeschnitten. So bekommt ihr 3 Böden mit ungefähr 1 cm Höhe und den obersten, der etwas dünner ist. Der oberste darf auch etwas dünner sein, denn wir verwenden ihn einfach nur dazu, um die Krone zu machen. Den obersten Boden teilt ihr euch nun in 16 gleich große Stücke auf. Die Stücke zeichne ich mir quasi mit einem Faden vor, das funktioniert ganz gut, und danach, wenn ich das Ganze dann schneide, hat wirklich jedes Stück die gleiche Größe.
Im Anschluss erhitzt ihr die Marillenmarmelade, denn die brauchen wir gleich als Kleber. Verteilt die Marmelade auf den Stückchen und bestreicht sie damit. Ich dekoriere die Dreiecke so, dass ich drei verschiedene Nusssorten verwende, also Pistazien, Haselnüsse und Mandelblättchen. Ihr könnt natürlich auch nur eine Sorte nehmen und das mache ich folgendermaßen. Ich dekoriere am liebsten so, dass ich mir zwei Stück Papier zwischen die Dreiecke klemme und so kann ich in Ruhe dekorieren, ohne dass etwas von der einen Nusssorte auf das andere Dreieck übergeht. Danach zieht ihr das Papier heraus und legt es in den nächsten Zwischenraum. Die fertig dekorierte Krone kommt jetzt in den Kühlschrank für mindestens 30 Minuten. Für die Creme wird zunächst die Sahne unter Zugabe von Sahnesteif steif geschlagen. In eine Rührschüssel gebt ihr Frischkäse, Mascarpone, Joghurt, Puderzucker und Vanillepulver und mixt diese Zutaten schön cremig. Kleiner, aber wichtiger Tipp am Rande, wenn ihr Mascarpone verwendet, solltet ihr nicht zu lange rühren, denn je länger man Mascarpone mixt, umso flüssiger wird diese. Die Sahne gebt ihr am besten per Hand und mit dem Schneebesen dazu. Wenn ihr die Creme hochhebt, dann tropft nichts, die ist schön bombenfest, auch ohne Gelatine. Legt euch einen Tortenring um den ersten Boden und verteilt darauf die Hälfte der Creme. Darüber verteilt ihr dann die Hälfte der Obststückchen. Ihr könnt, wie gesagt, auch andere Früchte nehmen, einfach das, was euch am besten schmeckt. Jetzt folgt der zweite Boden und die restliche Creme und auch die restlichen Obststückchen. Habt ihr den dritten Boden aufgelegt, deckt ihr das Ganze mit einer Schicht Alufolie ab und stellt die Torte in den Kühlschrank für mindestens 2 bis 3 Stunden. Danach wird die Sahne zum Einstreichen der Torte steif geschlagen. Mit etwa 2 Dritteln von der Sahne streicht ihr die Torte ein, das restliche Drittel kommt in einen Spritzbeutel mit Sterntülle und damit machen wir dann an der Oberfläche die Tupfer. Ich teile mir die Oberfläche genauso wie auch beim Biskuitboden früher in 16 Teile auf und verwende wieder meinen Faden. Den Metallring verwende ich quasi als Abgrenzung, damit ich die Mitte der Torte mit gemahlenen Pistazien dekorieren kann. Ich mache 3 Reihen Sahnetupfer und nach innen hin werden die Tupfer dann immer kleiner. Nehmt die Dreiecke aus dem Kühlschrank und trennt sie vorsichtig voneinander, falls sie aneinander kleben sollten. Zu jedem Tupfer gehört ein Dreieck, das heißt, die Dreiecke legt ihr so auf, dass sie zum Tupfer zeigen.
Drückt die Dreiecke schön fest, damit sie sich nicht wieder lösen. Und die Spitzen, die drückt ihr ein bisschen nach innen. Das sieht einfach noch ein bisschen schöner aus. Dekoriert noch ein bisschen mit den Himbeeren und danach stellt ihr die Torte wiederum kühl für mindestens eine Stunde. Ja, und meine Lieben, das war's mit dem heutigen Tortenvideo. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und dass es auch viele von euch ausprobieren. Ich liebe dieses Rezept deswegen, weil es einfach ist, ihr braucht keine Gelatine, keine exotischen Zutaten und trotzdem habt ihr am Ende eine Torte, die der lieben Mama sicher schmecken wird. Apropos Mama, liebe Mama, alles Gute zum Muttertag, ich hab dich sehr, sehr lieb.